Leute, mein Name ist Hotzesee und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio, wo wir uns heute mal um die grünen Dinger kümmern, auch bekannt als Uran, denn wir wollen sicherstellen, dass wir von der konstanten Energieknappheit wegkommen, so dass wir mehr expandieren können und unsere Verteidigung mit Lasertürmen sicherstellen können. Aber dazu müssen wir etwas mit Uran machen. Und inzwischen ist auch die Urananreicherung durch. Die Covarex. Die Covarex-Anreicherung. Nun, ich habe ein paar Zentrifugen. Sind wir mal hier, dann haben wir hier ein Input und da ein Output. Das heißt, da käme die nächste hin. Beginnen wir erst hier hinten in dem Fall. Das sollte zumindest fürs erste Mal genügen. Zuerst brauchen wir einfach mal das hier. Eine Einladung. Ja, auf dieser Seite Ausladung mit kurzen Knickarmen. Dann das Ganze umgekehrt mit den langen. Dann denen hier. Okay, nun können wir auch die Wiederaufbereitung machen. Wir sollten vielleicht etwas weiter forschen. So. Gut. Und dann hier ein Teiler. Und da filtern wir doch einfach mal die raus. Und dann machen wir hier ein paar Kisten hin. Wir haben schon den ersten. Gut. Und dann machen wir hier die Covarex-Anreicherung. Hier laden wir ein, hier laden wir aus, hier laden wir ein.
Hier filtern wir auf das hier. Hier bevorzugter Input links. Wir wollen zuerst das hier brauchen, bevor wir was aus der Kiste nehmen. Und dann brauchen wir hier einen Tunnel. Hierauf zu packen. So. Gut, das sollte nun etwas von den hellgrünen, den 235er produzieren. Und dann können wir hier hinten unser Uran, unsere Nuklear Reaktor bauen. Dafür habe ich habe schon 4 Kernreaktoren. Was wir noch brauchen, ist das andere Zeug, was es da links und rechts auch noch davon braucht. Ich habe da aber schon mal ein paar Fabriken aufgestellt. Hier haben wir die Wärmeleiter und dann da oben haben wir dann, glaube ich, irgendwo Turbinen und was war das andere? Die Wärmetauscher. Irgendwo müssen die sein. Ja, kein Kupfer mehr. Die brauchen noch ein Weilchen. Gut. Aber bis wir genügend Material haben, dass wir da überhaupt irgendwas einfeuern können, braucht es ja auch noch ein bisschen. Also packen wir da mal Kupfer rein und dann machen wir hier weiter und wahrscheinlich müssen wir auch demnächst uns mal um die erweiterte Kohle, die erweiterte Ölverarbeitung kümmern. Denn bisher läuft immer alles noch auf Petroleum. Flüssiggas. Oder das heißt Flüssiggas auf Deutsch? Flüssiggas. Also, ich wollte mir hier ein paar von denen holen.
Und dann kann ich da hinten mal etwas Platz machen. Aber ich schaue da mal in mein schlaues Buch rein. Genau, hier habe ich einen Kernreaktor in der passenden Größe. Und wird den mal hier hin platzieren. Dann sehe ich auch, wo wir was aus dem Weg räumen müssen. Da ist ein Stein im Weg. Da auch. Das ist auch ein Stein. Ein paar Bäume. Ja, und nachdem ich das immer noch von Hand mache, das erinnert mich, dass wir auch etwas in Robotechnik investieren müssen. Wir sehen hier, da hat es auch schon die entsprechenden Roboports mit in der Blaupause. Gut. Dann platzieren wir mal das, was ich hier so in der Tasche habe. Ich brauche 48 Wärmetauscher und doppelt so viele Turbinen. Und wir müssen sicherstellen, dass wir auch alles mit Strom abdecken. Sonst wird das nichts. Und dann hier oben auch noch ein paar Tanks hin. Da parkieren wir dann unseren Dampf drin. So, dass wir möglichst effizient unterwegs sind. Oh, habe ich eingebaut. Irgendwo werden wir angegriffen. Hier unten. Ah, die haben zwei Türme fertig gemacht. Üble Kerle. Wo kommen die her? Da unten. Neues Nest. Da oben ist mein Auto. Hole ich doch rasch mal das Auto. Ich brauche sowieso mehr Rohre. Die sind auch irgendwo da in der Nähe. Und dann machen wir hoffentlich bald
weiter hier in unserem Kernkraftwerk. Das Alien-Nest ist nun aus dem Weg geräumt. Nicht sicher, wie lange das anhält. Aber ich habe mir auch ein paar mehr Rohre besorgt, so dass wir hoffentlich hier mal mindestens einen Teil abschließen können. Das Ganze braucht auch ein bisschen Wasser. Dafür sind all die Rohre gut. So. Ja, und die Türme haben ein bisschen Schaden genommen. Habe auch hier irgendwo Pumpen. Das ist der Anschluss hier oben. Das ist der Anschluss für unten. Hier haben wir unsere Wasserdampfrohre. Das ist dann auch rundherum erledigt. Brauchen wir hier nochmals zwei Pumpen. Hier. So. Dann fehlt es ja gar nicht mehr so weit. Ich brauche noch ein paar von den Umspannwerken. Und dafür fehlt es hinten und vorne an Material. Rote Schaltkreise, Stahl und Kupfer war es, glaube ich. Nun, Stahl kommt hier ja ein bisschen raus. Und Kupfer. Und von den Roboparts brauche ich dann auch noch. Mindestens zwei. Und dann werden wir auch irgendwann mal die roten und blauen Kisten brauchen. Ja. Hier ist natürlich schon wieder Kupfer alle. Schaue ich mal, wie weit ich mit dem komme, was ich habe. Und es wird ja wohl noch ein Weilchen dauern, bis wir genügend Brennstoffzellen haben.
sodass wir dann effektiv auch unser Kraftwerk befeuern können. Nicht ganz für ein Viertel gereicht. Außenrum. Okay, 14 haben wir schon drin und wir brauchen 41. Also das wird noch ein Zeitchen dauern und wir werden ein paar von dieser Anreicherung hier nach hinten legen. Und wahrscheinlich hier hinten und dann können wir die ganz hinten können wir die Brennstoffzellen produzieren, aber das dauert noch ein Weilchen, muss auch noch den Reaktor fertig bauen. Ich werde das mal bis zur nächsten Folge erledigen und dann schauen wir wo wir unser Fokus dann in der nächsten Folge richten. Also bis dann und tschüss.